Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 17.05.2021. Und beim DAX hat das Geld am Freitag offenbar recht locker gesessen. Der hat hier ganz gut was um sich geworfen und eher die obere Route weiter bedient. Wir hatten ja hier kurz drüber gesprochen, dass wenn der DAX hier eben oben noch so einen Bereich um, naja, was hat man gesagt, 300, 280, weiß gar nicht, 320, da auf jeden Fall noch mit rausnimmt oder sprich einfach weiter rüber arbeitet, dass es bestimmt ein bisschen auf diese Route reingeht hier und versucht nochmal diese Welle nach oben zu projizieren, ne, die hier einfach sitzt jetzt nicht ganz, hab's nicht ganz getroffen jetzt hier, einfach nochmal nach oben projiziert, um hier so einen Bereich um 450 anzulaufen. Das hat man hier so rausgedeutet. Zumindest wenn er Stärke zeigt, das hat er getan, glaube ich, relativ unverkennbar, hat er auch den unteren Trigger einfach in Ruhe gelassen. Das war ja unsere Bedingung, um wieder unten rauszugehen. Wenn er einfach so unter 1,80, unter 1,60 wieder zurückfallen würde, unter 1,65 da, unter das letzte Tief, das hat er nicht getan, ist hier seine obere Route lang gelaufen. Von daher können wir auch das hier erstmal so rausnehmen. Das andere übrigens sich dann interessant wird, auch hier wieder, ähnlich wie wir das beim letzten Mal hatten, Pullback-Chance. Pullback-Chance hier ist jetzt natürlich nicht ganz unrelevant, aus dem Grund, dass wir im DAX ja, wir haben gesagt, er orientiert sich bestimmt an der Bewegungswelle und das hat er ja nahezu komplett getan. Das ist so fast auch identisch gewesen, sodass auch mit dem kleinen Überschuss hier, das durchaus nur quasi in den zweiten Teil von dieser ersten Aufwärtsbewegung sein könnte und er hiermit quasi ein kleines Top-Muster auch wieder versucht fertig zu machen. Dann hätte er hier eine erste Korrekturwelle nach unten, jetzt hier eine dreiteilige nach oben und könnte jetzt sich nochmal unten probieren. Da wäre das dann erster Anlaufpunkt. Das heißt, sehen wir richtige Schwäche am Montag, sehen wir den unter 15.300, dürfte sich bis Dienstag dann in dem Bereich vorarbeiten. Habt ihr das ein bisschen im Blick, wie wir das beim letzten Mal schon gemacht haben? Muss dann dort auch grüne Kerzen bringen, sonst hilft das alles nichts. Da fällt wieder in den Trend, würde sich wieder nach unten was aktivieren. Momentan müssen wir auch sprunghaft flexibel einfach bleiben. Der Markt gibt uns nichts Stabileres vor. Er zeigt uns keine klare Tendenz. Läuft hoch wie runter zu, immer wieder zurück. Wir erinnern uns noch gut an den Wochenschluss von letzter Woche. Das war nach der Aktion. Hier haben wir auch zum Freitag den Long-Trigger nach oben umgeklappt, sind fast bis ans letzte Ziel gegangen. Dann hat er am Montag das letzte Ziel noch per Aufwärtsgap erreicht und sich bis Dienstag wieder runterfallen lassen. Also so ganz unabwegig ist das nicht. Deswegen ruhig ein bisschen genauer hingucken, wie läuft er auch nach Xetra-Start, wie läuft er nach 9:30 nach 10 Uhr. Hat er da eher eine Tendenz nach unten, kann das durchaus auch bis Tagesende dann wieder anhalten. Das haben wir also eigentlich Sinn. Das ist das gleiche wie letzte Woche, ne, gleiche Ausgangslage. Und ihr habt gesehen, was er da gemacht hat. Aber, muss halt auch runtertreiben. Das heißt, wenn er Stärke zeigt, nicht gegenstellen halt. Ne? Also zeigt er keine Schwäche, zeigt er keine Schwäche und zeigt Stärke. Dann wird er hier versuchen, einen neuen Impuls da draus zu drehen, weil er hat ja ein tieferes Tief. Ne? Und könnte der theoretisch auch sagen, okay, der hat jetzt hier das Korrekturmuster abgeschlossen und probiert jetzt eine neue Trendfortsetzung. Und dann wäre hier ganz klar der Bereich um 49, 15, 49, Ziel Nummer 1. Ja, weil das Allzeithoch, das wird dann wahrscheinlich einfach auch durchsprungen, halt durchlaufen. So kleine Zwischenziele hätte man dann hier im Bereich um 6,70, 6,50 rum, ja. Und dann wäre tatsächlich das der obere Ziel. Das heißt, ich würde jetzt hier eher einen Long-Trigger mit reinsetzen, würde sagen, okay, alles, was jetzt hier drüber geht, übers Allzeithoch, über die 15, würde ich dann eher Richtung 6, warte, mach es ordentlich, Richtung 6,50, 6,70 anzählen. Von dort gegebenenfalls dann nochmal Wissen Gegenwind. Und dann könnte er sich schon probieren, weiter hochzuarbeiten Richtung 49. Das wäre dann so Bewegungsziel auch für die Woche, wenn es wirklich eine bullische Woche werden sollte. Inflationsthema ist ja ganz, ganz, ganz heiß. Nur uneinig sind sie sich hinsichtlich der Auslegung. Also grundsätzlich ist es ja so, Inflation. Ich will mit euch da, nee, eigentlich will ich mit euch da nicht drüber reden, weil das ist kein Kampf, den ich gewinnen kann und auch kein Kampf, den ich gewinnen will. Das ist auch nichts, mit dem ich mich beschäftige. Aber eine Inflation, wenn alle Preise steigen, steigen natürlich auch die Aktienkurse, weil das Geld an Wert verliert und sich immer mehr aufbläht. Das heißt, der ein oder andere erinnert sich an den Dow Jones, den wir uns mal hier in der Analyse angeschaut haben, vor, wann waren das? Vor 1,5 Jahren, vor Corona noch. Da hat Trump Weihnachten mal rausgehauen,
perfekter Zeitpunkt zu kaufen. Da haben wir von einer ganz großen Ebene den Dow Jones uns mal angeguckt, dass der auch hyperinflationär einfach so drüberstehen kann. Haben wir auch in der Nasdaq-Analyse und so haben wir über diese Hyperinflationstheorie gesprochen und das ist eigentlich kein Grund, warum der Markt deswegen fallen sollte. Aber da will ich euch nicht zu viel in den Kopf reinsetzen. Es ist einfach so, der Markt läuft nicht immer so, wie das ökonomisch auch sinnvoll ist oder richtig ist halt, ne? Denn ein Tag ist die Inflation total schlecht, der Markt fällt nach unten und überall steht in den Nachrichten, ja, der DAX hat große Abgaben wegen Inflation. Den nächsten Tag steigt der Markt wieder auf neues Allzeithoch und da heißt es plötzlich, naja, Inflation ist sehr gut für den Markt. Das kannst du dir drehen, wie du willst halt, ne? Also am Ende steigt der Markt, wenn viele Leute kaufen und er fällt, wenn viele Leute verkaufen, insbesondere die Großen halt, ne? Und danach müssen wir uns richten und ob die nach einer Inflation gehen oder nicht, das ist doch. Da geht es wahrscheinlich eher mehr darum, ob eine Scheidung finanziert werden muss oder was anderes. Ich glaube, das ist noch fast ausschlaggebender wie die Wirtschaftsdaten. Also und Zykliken natürlich auch, Saisonalitäten. Ich glaube, das ist auch so ein ganz großer Punkt, wo viele auch hingucken. Und von daher, lassen wir das mit der Inflation einfach mal raus. Ich will das auch gar nicht mit euch diskutieren. Da kann man sich den Kopf zerbrechen, wie man will. Am Ende macht der Markt so und so, was er will. Das ist total Banane, ob man sich da jetzt 10 Stunden mit beschäftigt, 20 oder 30. Der Markt macht am Ende, worauf er Bock hat. Und das sieht man auch in den Währungspaaren immer wieder ganz gut. Da geht es nicht immer darum, was logisch richtig ist und was wirtschaftlich am meisten Sinn machen würde. Na, also im Zusammenhang, deswegen Nachrichten weg. Wir gucken auf den Chart, das hilft uns viel besser. Da sehen wir einfach, okay, wenn der Markt ein bestimmtes Niveau überreicht, ne, das Deswegen machen wir mal wenn dann auf beiden Seiten, wenn das überreicht, dann kann er das erreichen. Dann kann man einfach hier gucken, kommt hier eine schöne Kerze drüber, dann gehe ich long, handle bis dahin fertig. Dann kann mir der Rest scheißegal sein. Dann kann mir auch egal sein, was hier unten passiert und so weiter. Kann ich einfach Tag für Tag mir meine Punkte zusammenschrubben, ein bisschen Kohle machen, ein bisschen was hier rausholen, mich vielleicht vom Einzahler zum Auszahler entwickeln. Nein, wenn ich dann auch das Risikomanagement ein bisschen im Blick behalte und nicht nur mehr Gas gebe, wenn es gerade schlecht läuft, sondern eher anders. Rum. Ja, Punkt. Okay, also Fakt ist, dreht er sich zum Montag runter. Ich glaube, mir wird schon reichen, wenn er unter 4,20 abraucht. Also, dann lass den mal zurücksetzen hier auf die 300. Das ist dann erstmal eine kleine Unterstützung. Die zweite Unterstützung ist dann hier im Bereich um 195. Ne, würde wahrscheinlich erst die eine ablaufen, dann kurz nach oben reagieren, dann die zweite anlaufen, kurz nach oben reagieren, Freitag dann zum Dienstag dann den Rest machen. Dann hätte hier den Pullback einmal sauber abgearbeitet, könnte sich da nochmal dran probieren. Und wenn es nach oben geht, wenn der Montag sich stark zeigt, nach 10 Uhr noch. Dann, also vorher, das gucke ich mir immer gerne einfach an am Montag, da ist mir einfach um so ein bisschen so Gefühl zu bekommen. Ja? Wie läuft der Markt? Ist er schwach, ist er stark? Wie sehen die Leute ihn so? Wie sehen die großen Händler das so? Geht das Geld eher rein? Haben die vielleicht sogar Stress reinzukommen? Ne? Pumpen die 9 Uhr riesengroße grüne Kerzen nach oben rein? Dann ist schon eigentlich, ja. Dann hat man erstmal eine gewisse Grundtendenz. Und wenn die das dann nicht gleich danach wieder abverkaufen, dann zeugt das von Stabilität und dann steigt auch weiter. Ne, von daher sind das so meine Punkte. Also oberhalb vom Allzeithoch würde ich den DAX eher aufwärts sehen, Richtung in die Bereiche 6,50 rein, 7,80, später dann eben die 49. Das wäre so oberes bullisches Wochenziel, muss man schon sagen. Und wenn er Schwäche zeigt zum Montag, Lasten gleiten auf die Marken, auf die 300, auf die 195, 185. Und dann runter eben hier im Bereich um 15,70 nochmal. Ist ja auch eine gern gekaufte Zone der letzten Wochen. Aber das würde ganz gut passen, wenn wir hier Schwäche reinziehen. Gut, Freunde, damit würde ich das Video dann hiermit beenden. Wünsche euch viel Erfolg zum Montag. Könnt auch nochmal kurz in den Tageschart reingucken. Und die Tageskerze, die sieht nämlich auch brutal aus. Und hier sehen wir auch nochmal so ein bisschen, ne? Diese 1549. Das wäre dann quasi an die Kai-Linie, an der er sich hier abgestoßen hat, nochmal ran. Ja, die liegt am Montag, liegt die noch bei 8,80 etwa, liegt dann aber am Dienstag, Mittwoch schon bei 49. Also das würde gut reinpassen. Für die Woche wird es eine Punktlandung geben halt. Ne? Dann könnte er sich hier nochmal abstoßen und nochmal probieren, nach unten zu arbeiten. Saisonal sind wir an einem Punkt, wo wir sehr, sehr, sehr aufmerksam sein müssen, wenn er denn rot eintritt, wie hier zum Beispiel, sollte eine Vorlage. Das macht er nicht noch zwei, dreimal, dass er sich da draus nach oben streckt. Ich glaube schon fast beim nächsten Mal, wo unten aus dem Band rausgeht, dann kriegt er auch wieder richtig Strahl nach unten rein. Hat mich so gewundert, dass er das überhaupt nochmal umgedreht gekriegt hat, aber er hat es nach oben umgedreht, ne? Kopf runter, Meinung zurückstellen, zurück.
Ja, aber ich glaube, das nächste Mal, wenn er aus dem Band rausgeht, dann geht schon ein bisschen mehr unten raus. Und wenn er zum Beispiel jetzt gar nicht erst das oben raus schafft, ihr seht das ja, er klemmt hier oben direkt am Bollinger Band jetzt dran, ne? Unten hat er sich jetzt zweimal abgeschossen, hier hat er sich einmal oben, hier hat er sich jetzt unten. Wenn er sich jetzt wieder oben abstößt und er fällt jetzt wieder unten raus, unter die 15.000 runter, dann geht er auf die Linie hier. Dann geht er hier drauf. Ja, das ist dann der Bereich um 14.300. Das ist schon spannend. Aber wenn er sich eben das Band jetzt nach oben aufgeschoben bekommt, Stärke zeigt zum Montag, dann ist das so ein Punkt hier halt, ne? Dann ist das so ein Punkt. Dann kommt er aus der Seitwärtsbewegung, macht sich nach oben wieder auf und dann kann er schon ein bisschen laufen. Ich glaube nicht, dass so viel kommt. Saisonal einfach jetzt einen Bereich, einen Punkt erreicht nach gut, wie lange sind wir jetzt gestiegen? Seit November am Stück nach oben straff durch. Ich denke schon. Saisonal dürfen wir uns langsam wieder auf stärkere Rücksätze einstellen, aber wir müssen noch Geduld, uns in Geduld üben. Lieber einmal wieder zurück. Wir waren mit unserer Elisa, waren wir auch die letzten Tage hier ein paar Mal Short drinne, haben uns immer wieder dann nach Teilverkäufen am Einstand rausziehen lassen, weil er einfach nicht gezeigt hat, dass er unten lang raus will, haben Positionen nicht ausgebaut, keine weiteren noch dazu genommen. Waren, glaube ich, wo waren wir in Short gewesen? Ich weiß gar nicht mehr. Wir waren hier irgendwo in der Bewegung Short gewesen oder sogar hier irgendwo drin. Immer mal wieder probiert, auch oben auf der Oberseite. Also zurück, Kopf reinmachen, das ist noch nicht wieder klare Trendsituation. Auch nach oben raus sogar noch nicht. Ne? Das kann aber zum Montag jetzt entschärfen, sich wieder den Bogen nach oben aufmachen. Aber ich würde dann trotzdem in dem Bereich erstmal wieder Kopf zurücknehmen. Ja, hier eher kurzfristig handeln, kurzfristig agieren, eher für ein paar Tage, für Trades, die ein paar Wochen offen bleiben, glaube ich. Würde ich eher jetzt Signale auf der Unterseite probieren aufzugreifen. Die verweigert er momentan halt noch. Ne? Da müssen wir wahrscheinlich noch einmal abwarten, dass oben nochmal richtig alles abgeräumt wird. Oder er macht es jetzt halt schön nach unten. So ein richtig verunsichernder, peitschender, vergewaltigender Tagesschluss ist es ja gewesen am Freitag. Ne? Also sehr, sehr, sehr spannende Situation. Wir halten uns hier momentan aber noch ein bisschen zurück. Stehen da noch etwas auf der Bremse. Ich würde mir jetzt durchaus Longs suchen hier in die Strecke rein oben, wenn er Stärke zeigt. Und wenn er Schwäche zeigt, gucke ich mir das an. Na, dreht er hier wieder hoch, dann dreht er halt wieder hoch. Aber wenn er hier unten mal richtig rausgeht, dann kriegt er auch den einen oder anderen Short mit auf die Nase gedrückt. Aber solange der noch in seiner Range hier rumhampelt, muss man aufpassen, dass man sich ihm nicht zu sehr ausliefert, weil umso länger man in so einem Hin und Her drin sitzt, umso mehr geht das auch an den Kopf. Ne? Das macht einen mürbe und das wollen wir nicht. Wir wollen in so einen Bewegungen long drin sitzen und in solchen Bewegungen short. Ne? Das ist das, was am meisten Spaß macht. Das ist das, was am einfachsten geht. Oder hier halt kleine Sachen aus dem Hin und Her halt einfach mitnehmen. Ne? Gut, Freunde. Also, nochmal. Jetzt war ich irgendwie, eigentlich war ich schon fertig, ne? Ich wünsche euch viel Erfolg zum Montag. Holt euch eure Punkte. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschö.